So, da wären wir wieder. Wir hatten, glaube ich, schon ein Ticket. Guck gerade mal, wohin das war. Bewerbung, Buttermesser, Sauerstofftank. Da, Ticket. Lease Ticket. Miami nach Bermuda-Dreieck. Vor allem Flughafen Bermuda-Dreieck. Ich denke eigentlich nicht, aber Gott. Das Flugzeug ist gerade nicht da. Was? Das Flugzeug ist gerade nicht da. Okay, das könnte eine Ausrede sein. Vielleicht soll ich da noch gar nicht hin. Also gut, benutze Ticketautomat. Wir kriegen hoffentlich das Geld zurück. Ja, 99 Dollar. So teuer war das Ding auch, hoffentlich. Ja, okay. Also man verliert kein Geld, wenn man sich umentscheidet. Was schon mal ein netter Service ist. Dann haben wir San Francisco, Mexico City, London 511 und Kairo 1316. Ja, nee, das könnt ihr knicken. 511, 271. Also es wird davon abhängig sein, wo wir sind auf der Welt. Je weiter weg es ist, desto teurer. Geht so. Wir sind gerade in Miami. Das ist nicht ganz die Mitte vom amerikanischen Kontinent. Also, wenn man Nordamerika, Mittelamerika und Südamerika zusammennimmt, ist Miami noch relativ mittig von dem ganzen Konstrukt. Okay, Kanada oben drauf auch noch und Gedöns. Und von da aus nach London ist nicht doppelt, also Kairo ist nicht doppelt so weit weg wie London vom Preis her. Ich glaube, ich drücke mich nicht klar aus. Also es scheint nicht gerade Fluglinie in Kilometern und den Preis irgendwie zu sein. Aber vielleicht ungefähr. Mexico City. 271, das ist richtig schön günstig. Also ich versuche, möglichst viel abzuklappern, was immer in der Nähe ist, damit ich nicht zu viel Zickzack fliegen muss. Also wenn ich jetzt aber nach Kairo fliegen würde und dann merke, oh, ich muss nach Mexico City, dann müsste ich nochmal 1000 noch was Dollar ausgeben. Ja, und wie gesagt, ich wurde traumatisiert. Wir haben das Spiel das eine Mal nicht beenden können, weil wir kein Geld mehr hatten. Das war recht doof. Also Mexico City. 271. Okay. Sie hätten gern mein Visa. Und mein Visa besteht aus vier komischen kryptischen Zeichen. Jetzt muss ich erstmal suchen, wo das Ding war. So, Sektion 7 F3. Sektion 7 F3. 3, boah, ist das schwer zu lesen. Kreuz, dicker Strich unten. Kreuz, Kreuz. Verdammt, ich warte mal. Ja, Kreuz, Kreuz. Ich musste mal ganz nah rangehen. Für mich war das richtig alt. Aber das ist sehr schwer zu erkennen. Das sind ganz krüppelige Zeichen. So, also, wir würden gerne weiter. Ticket, jo. Einen angenehmen Flug später. So, Mexico City. Gehe zur Tür. Und wir stehen in einem Dschungel. Kein. Piu, piu. Also wir haben schon mal zwei Wege. Ich gehe immer mal den rechten Weg. Also nicht von Zack aus gesehen, sondern von uns aus. Was ist? Das ist nur eine Wand. Okay. Dann halt da lang. Oh nein, hoffnungslos verlaufen. Was? Wir sind gerade mal drei Räume gegangen. Das würde ich jetzt nicht hoffnungslos verlaufen nennen. Aber vielleicht weiß er ja was, was ich nicht weiß. Nur, dass es kein Essen gibt, ha? Huh? Oh, was ist das da? Nichts. Aha, von wegen hoffnungslos verlaufen. Genau hier wollten wir hin. Was ist das? Tempeleingang. Da oben ist ein Tempel. Da ist noch ein Eingang. Tempeleingang. Komische Schleimpfütze. Noch ein Tempeleingang. Hier
Juhu. Also haben wir hier noch ein. Oh, Dschungel. Nein, 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 nein. Geh, 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 geh zurück dahin. Wir fangen mal ganz oben an. Tempeleingang dahin. Und ich scroll schon mal das Feuerzeug raus, das werden wir garantiert brauchen. Fernbedienung, Buntstift, Brotkrumen, nein. Sitzkissen, Feuerzeug da. Ja, wusste ich's doch. Benutzt, nee, schalt ein Feuerzeug. So. Wir suchen zuerst nach einer Feuerstelle oder ähnlichem. Ist das Stacheln? Hofft man nicht. Ah, da ist was. Benutze Fackel mit Feuerzeug an. Sehr gut. Oh, daran erinnere ich mich. Jetzt, nein, nein, wir gehen nicht wieder raus. Also die sind farbkodiert. Da ist ein Gesicht. Hier sind zwei Gesichter zwischen den Türen. Noch eine Fackel. Hier sind drei Gesichter zwischen den Türen. Ich glaube, ich gehe erstmal wahllos umher. Das ist eine sehr schöne Taktik. Und zünd einfach in jedem Unterbereich Fackeln an. Benutze Fackeln mit Feuerzeug. Autsch. Benutze Fackel mit. Nicht blauer Kristall, dann kommt gleich wieder ein Alien. So. Okay, also ich gehe einfach immer links, sagen wir, durch die Tür durch. Und hoffe, dass ich immer neue Gebiete komme. Und wenn ich dann irgendwann wieder in ein Gebiet komme, das beleuchtet ist, dann muss ich einen anderen Weg wählen. Und so durch Ausschlussverfahren müssten wir eigentlich irgendwann da ankommen, wo wir hinwollen. Wo auch immer das sein möge. Schalt ein Feuerzeug. Immer noch grüne Masken. Da gab es auch noch andere Farben, das weiß ich. Benutze Fackeln mit Feuerzeug an. Jo, wieder nach links. Dum-di-dum-di-dum. Der geht, geht recht komisch, aber es könnte am Taucheranzug liegen. Oh, hier ist ein blaues, komisches Ding. Feuerzeug ist zu heiß. Ja, okay, ich gehe mal. Nee, nicht Tunnel gehen, nicht Tunnel gehen. Mach was ist. Und genau, auf Nasenbrillenhöhe ist immer die Fackel. Gut, benutze Fackeln mit Feuerzeug. So, was bist du? Du sagst mir bestimmt, wo ich gerade im Tempel bin. Ich wüsste nur nicht wie. Also, du bist eine Mischung aus Grün und Blau. Der nächste Bereich ist wahrscheinlich Blau. Das heißt, wenn ich jetzt die richtige Tür nehme. Oh, warte mal. Die Tür, da sieht übrigens anders aus. Sie hat so einen richtig wichtigen Rahmen. Ich gehe mal da durch. Ah, da kam ich her. Okay. Was ist da? Oh. Ja. Okay, wir haben eine Abkürzung gefunden. Von da oben nach hier unten. Das heißt, die rechten Türen sind eventuell primär Ausgänge. Oder nach oben Wege. Irgendwas in der Richtung. Ich gehe auf jeden Fall immer wieder die linken Dinger da lang. Ah, hier waren wir schon. Okay, zurück. Wenn wir irgendwo schon waren, dann versuchen wir die Türen hier, die nach oben führen. Aber auch schon. Weiter. Du. Aha, dunkel. Was ist Tunnel? Was ist Fackel? Benutze Fackel mit Feuerzeug. Aha, Türkis. Das klingt doch schon mal gut. Also wir kommen voran. Lauf, 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 lauf. Was ist Fackel? Nicht öffnen. Benutze Fackel mit Feuerzeug. Und eine Taschenlampe wäre echt schick. Auch wenn wir dann wahrscheinlich Batterien brauchen, die ausgehen könnten oder so. Warte mal. Es sind weniger Türen geworden, kann das sein? Eins, zwei, drei. Und hier rechts ist keine Tür mehr. Oh, das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Je weniger Auswahl wir haben, desto besser. Nee, erstmal, was ist Durchgang? Da ist die Fackel. Benutze Fackel mit Feuerzeug. So, okay, hier haben wir jetzt zwei von den blauen Statuen mit einem türkisen Streifen. Heißt das, wir sind jetzt beim anderen Ausgang? Das letzte Mal, als wir die Dinger gesehen haben, war da ein Ausgang zum Dschungel.
Beispiel, wir haben rechts schon mal keine Tür. Was ist? Nein. Die Dinger führen, tauchen auch nicht auf, die tauchen auch nicht auf. Ja, ich gehe mal einfach links weiter. Was ist? Durchgang, Durchgang, Fackel. Benutze Fackel mit Feuerzeug. Eins, zwei, drei Türen. Oh, okay, zurück. Hier waren wir schon. Und eine von den oberen Türen nehmen. Grün. Nein, wir wollen keine grüne Abkürzung. Könnten wir bestimmt gebrauchen, sollte ich mir eigentlich notieren, aber nicht. Ich will erstmal nur Fackeln anmachen. Danach können wir uns mit dem System auseinandersetzen und ich hole mir eventuell Zettel und Stift. Oh, zwei Türen. Zwei Türen scheint sehr gut. Da kamen wir her, richtig? Ja. Okay. Zünde jetzt die Fackeln an, wo wir herkommen. Was ist da? Nix. Schalt ein Feuerzeug. Jetzt muss ich gucken, wo die nächste Fackel ist. Da ist eine Fackel. Genau, hier sind wieder zwei Türen. Dich. Benutze Fackel mit Feuerzeug an. Da kommen wir her. Das heißt, wenn wir jetzt hier reingehen und da reingehen, sind wir wieder im hellblauen Bereich. Gut, 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 gut. Also wenn wir tiefer rein wollen, weg von den Fackeln ins Dunkle. Oh, macht Sinn. Das ist jetzt allerdings doof. Hier gibt es keine Fackel. Okay, dann zünden wir einfach beide Fackeln an. Vielleicht merkt sich der Girogon der Zukunft dann ja, dass hier irgendwas faul ist. Benutze Fackel mit Feuerzeug an. So, also da geht's dann zurück. Geht's da weiter? Anscheinend. Wir kommen wieder von rechts. Jetzt muss wieder beide anzünden. Das ist nicht... Autsch. Das ist nicht gut. Erstmal, was ist? Fackel. Nein, nein, nicht, 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 nicht durchgehen. Fackel, benutze Fackel mit Feuerzeug. Benutze Fackel mit Feuerzeug. Das heißt, da geht's wieder zurück. Geht's da weiter? Nein. Da geht's runter. Hier geht's auch runter. Und da rechts würde es wieder hochgehen. Mist. Da hinten kommen wir her, weil zwei Fackeln an sind. Da kommen wir jetzt gerade her, das heißt, hier waren wir noch nicht. Aha, sehr schön. Und da ist eine Kristallscherbe, die wir wahrscheinlich nicht nehmen können, weil das Ding das festhält. Wir müssen erst das Ding da unten. Seltsame Zeichen. Aha, seltsame Zeichen kennen wir schon. Seltsame Zeichen mit gelber Buntstift. Du siehst nicht aus wie ein Ankh. Also hier scheint schon mal eine Kurve drin zu sein. Und da scheint auch eine Kurve drin zu sein. So. Ein... Oh, das sieht aus wie... Das probiere ich mal. Nee, hat wohl nicht geklappt. Das sieht aus wie die eine Markierung an den Wänden. Das da. Aber war es halt nicht. Okay, dann haben wir noch diese komischen Schnörkeldinger hier. Die probiere ich aber als nächstes. Benutze seltsame Zeichnungen mit gelber Buntstift. So, Schnörkeldinger. Das ist jetzt nicht gut. Das sieht nicht so aus, wie es aussehen sollte. Das heißt, wir machen so. Das sieht gut aus. Nein, so. Zeichnung von hinten. Und nicht gemacht, okay. Denn andersrum. Benutze Buntstift mit seltsamen Zeichnungen. Andersrum, das heißt, wir würden hier unten anfangen. Darum gehen. Hier hochgehen, dahin gehen. Zeichnung von hinten.
Hat wohl nicht geklappt. Muss ich jetzt. Ich habe den Verdacht, ich muss irgendwo hier drinnen einen zweiten Raum finden, wo dann vielleicht eine Zeichnung ist. Ich gehe mal immer dahin, wo wir herkamen. So. Da waren wir schon. In der Tür kamen wir raus von diesem komischen Zweierraum mit drei Türen. Zünde ich mal hier die Fackel an, um zu zeigen, dass wir jetzt hier schon reingegangen sind. Ich glaube nicht, dass hier neben jeder Tür eine Fackel war. Ja, waren wir auch schon. Achso, warte mal, die Fackel können wir auch gleich anzünden. Benutze Feuerzeug mit Fackel.